Der Türkei droht jetzt der absolute Super-GAU. Die angespannte politische Lage ist eine Abschreckung für viele Urlauber. Kann man in einem solchen Land überhaupt noch beruhigt Urlaub machen? Die Sorge ist nicht unberechtigt. Auch das österreichische Außenministerium warnt derzeit vor Reisen in die Türkei. In letzter Zeit ist es bei der Einreise von österreichischen Staatsbürgern vereinzelt zu vorübergehenden Festnahmen und Anhaltungen sowie zu Zurückweisungen gekommen, ohne dass konkrete Vorwürfe seitens der türkischen Behörden bekannt geworden sind. In manchen Fällen kann es zur Überprüfung von Mobiltelefonen durch türkische Behörden kommen. Bei Personen, gegen die die türkischen Behörden strafrechtlich vorgehen, kann eine Ausreisesperre verhängt werden. Die Türkei hat bereits reagiert. Es gibt echte Schnäppchenreisen in das einst so beliebte Urlaubsland. Trotzdem wählen viele Europäer lieber andere Reiseziele. Die Hotels in der Türkei stehen größtenteils leer und auch am Strand ist kaum jemand zu sehen. Experten haben schon lange davor gewarnt. Österreichs größter Reiseveranstalter TUI gibt an, dass zu Spitzenzeiten rund 100.000 Österreicher einen Türkei-Urlaub gebucht haben. Jetzt sind es etwa nur noch 10.000. Ein enormer Rückgang, den die türkische Tourismusbranche eigentlich nicht verkraften kann.